Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, zur Gedenkstunde anlässlich des 30. Jahrestages der Flugzeugkatastrophe von Ramstein begrüße ich sehr herzlich. Zuallererst möchte ich die Opfer und Hinterbliebenen des Unglücks in unserer Mitte und auf der Besuchertribüne begrüßen, die heute unserer Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie heute bei uns sind. Für die Abgeordneten des Rheinland-Pfälzischen Landtages begrüße ich stellvertretend die Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herrn Schweitzer, für die CDU, Herrn Baldauf, für die AfD, Herrn Junge und für die FDP, Frau Cornelius Vinius-Senzer und für die Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Dr. Braun. Ich begrüße die Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die Mitglieder der Landesregierung. Seien Sie uns alle sehr herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, die Generalkonsulin der Vereinigten Staaten von Amerika, Frau Patricia Lacina, sowie den Generalkonsul der Republik Italien, Herrn Maurizio Gafora, bei uns herzlich zu begrüßen. Ich begrüße außerdem die Bürgerbeauftragte Frau Schleicher-Rothmund und ich begrüße herzlich für die Kirchen Herrn Dr. Thomas Bosern, den Beauftragten der evangelischen Kirchen und Herrn Ordinaratsdirektor Dieter Skala, den Leiter des katholischen Büros. Aus dem Landkreis Kaiserslautern darf ich Landrat Ralf Lessmeister und den Bürgermeister von Ramstein-Miesenbach, Herrn Ralf Heschler, begrüßen. Seien Sie uns alle recht herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, über 300.000 Menschen waren am 28. August 1988 zum Flugtag nach Ramstein gekommen. Die Besucherinnen und Besucher waren aus der ganzen Bundesrepublik angereist. Auch aus den angrenzenden Nachbarländern kamen flugbegeisterte Menschen. Es war ein Sommersonntag, wie man sich ihn wünscht, mit traumhaftem Wetter, bei ausgelassener Volksfeststimmung. Neben der Faszination für die Technik und den Flugzeugen, die man an diesem Tag aus nächster Nähe bestaunen konnte, fühlte sich der Flugtag mit dem amerikanischen Essen, dem Zusammentreffen mit den Gastgebern und allem, was sonst noch dazu gehörte, ein bisschen wie Urlaub an. Um die Mittagszeit begann das Flugprogramm. Als spektakulärer Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorführung der Lenischen Kunstflugstaffel am Nachmittag geplant. Tausende von Menschen verfolgten gebannt die Flugkunststücke, die vor einem strahlenden blauen Himmel stattfanden. Niemand ahnte etwas von der nahenden Hölle, die in wenigen Sekunden über die Besucher hereinbrechen sollte. Um 15.45 Uhr geschah das Unfassbare. Zwei Jets der italienischen Kunstflugstaffel stießen über der Zuschauermenge zusammen. Sofort regnete es Feuer und Trümmerteile. Alles ging rasend schnell. Wer nah an der Absturzstelle stand, hatte kaum eine Chance zu entkommen. Innerhalb von Sekunden brachen Chaos und Panik unter den Besuchern aus. Die Rettungskräfte hatten große Schwierigkeiten, das Ausmaß des Unglücks zu überschauen. Niemand war auf eine Katastrophe von solch einem Ausmaß vorbereitet. Es gab kein koordiniertes Vorgehen. Eine Risikoabschätzung war offenbar nicht ausreichend erfolgt. Das Drama änderte innerhalb von Sekunden alles. Der Tod kam aus der Luft. Männer und Frauen suchten verzweifelt nach ihren Kindern, Ehepartnern, Familienangehörigen und Freunden. Selbst mit dem Abstand von 30 Jahren sind mir die Schilderungen der einzelnen Schicksale der Menschen, die dieses Unglück erleben mussten, tief in die Haut gegangen. Sie sind kaum zu verkraften. Wie muss das erst auf Sie sein, diejenigen, die vor Ort waren, die alles miterlebt haben,
die Kind, Mann, Frau, Bruder, Schwester, Freund auf so schreckliche Weise verloren haben. Zur gleichen Zeit verfolgten Angehörige die schrecklichen Bilder der Katastrophe vor den Fernsehbildschirmen oder hörten vom Unglück im Radio. Die Telefonleitungen brachen zusammen. Quälende, lange Stunden warteten Angehörige auf Nachricht von ihren Liebsten. 70 Menschen wurden durch dieses furchtbare Unglück unerwartet und brutal mitten aus dem Leben gerissen. Weitere 1000 Menschen wurden verletzt, fast die Hälfte davon schwer. Das Ausmaß dieser schrecklichen Katastrophe kann sich jemand, der an diesem Tag nicht dort war, kaum vorstellen. Auch 30 Jahre danach lässt einen dieses Unglück fassungslos zurück. Uns als Landtag ist es heute wichtig, auch nach 3 Jahrzehnten an die Menschen zu denken, denen damals diese furchtbare Katastrophe widerfahren ist, die an diesem Tag mit einer unvorstellbaren Wucht aus dem Leben gerissen oder verletzt wurden, und an deren Angehörige. Ihnen gilt unser Mitgefühl und wir danken allen, die als Sanitäter, Ärzte, Feuerwehrleute und Seelsorger den Betroffenen am Tag der Katastrophe sowie in den Wochen, Monaten und Jahren danach beigestanden haben. Auch Sie können dieses Unglück bis heute nicht vergessen. Der 28. August 1988 hat sich tief in das kollektive Gedächtnis der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer eingegraben. Das ist mir in den Vorbereitungen auf heute noch einmal sehr bewusst geworden. Fast jeder, mit dem ich gesprochen habe, der heute in den mittleren Lebensjahren steht, kann sich noch genau daran erinnern, wo er an diesem 28. August war und wie er von dem Unglück erfahren hat. Sehr viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer kennen einen Verwandten, einen Freund oder Nachbar, der sich die Flugschau vor Ort angesehen hat. Auch ich habe heute noch die schrecklichen Bilder im Kopf. Vor dem Unglück gab es aus den verschiedensten Gründen warnende Stimme, die eine Abschaffung von Flugschauen erreichen wollten. Eine Konsequenz daraus war es, dass bis auf Rammstein kaum noch Flugtage stattfanden. Rückblickend war tragischerweise auch dieser Flugtag einer zu viel. Hier im Landtag wurde nach dem Unglück diskutiert und Konsequenzen gezogen. In Rammstein fand bis heute kein Flugtag mehr statt. Flugschauen generell sind heute in Deutschland nur noch in einem sehr eingeschränkten Maße zulässig. Zudem wurden weitgehende Vereinbarungen mit dem amerikanischen Militär für gemeinsame Rettungseinsätze getroffen. Bei jeder Großveranstaltung, die heutzutage stattfindet, muss ein umfassendes Sicherheits- und Rettungskonzept vorliegen. Auch der Bundestag hat sich mit der Aufarbeitung des Unglücks befasst und einen Untersuchungsausschuss mit der Aufgabe betraut. Dabei ist deutlich geworden, dass es fatale Fehleinschätzungen gegeben hat. Zu Recht fragt man sich, ob diese Flugshows in der damaligen Form überhaupt hätten genehmigt werden dürfen. Der Rettungseinsatz hätte mit Sicherheit besser koordiniert sein müssen. Zu alledem mussten sich die Betroffenen nach dem Unglück an schier unüberwindbaren bürokratischen Hürden abarbeiten, um die ihnen zustehenden Entschädigungen in Anspruch nehmen zu können. Daran sind viele Opfer fast verzweifelt. Es gilt für damals wie für heute: In diesen Ausnahmesituationen brauchen wir eine größere Sensibilität im Miteinander. Auch wenn sich die zuständigen Ämter natürlich an Vorgaben halten müssen, an Menschlichkeit darf es aber niemals mangeln. Hier geht es um die Frage, wie wir miteinander umgehen. Einige Angehörige klagen bis heute
nicht mit dem Unglück abschließen zu können, weil niemand die Verantwortung übernommen hat. Sie beklagen wörtlich, dass von keiner Seite offiziell je ein Brief oder eine Stellungnahme kam. Kein "Es tut uns leid", keine Entschuldigung. Fast alles, was Sie über das Unglück und die Aufarbeitung wissen, haben Sie aus der Presse erfahren. Herausragende Funktion in der Gesellschaft wahrzunehmen, sollte mit der Größe verbunden sein, Verantwortung übernehmen zu können. Dazu gehört, sich, wenn erforderlich, bei den Betroffenen angemessen und würdig zu entschuldigen. Wir alle haben die Verpflichtung zu differenzieren, wo dies mit strafrechtlichen oder politischen Konsequenzen zu verbinden ist und wo nicht. Wir sollten dies aber nicht zum Vorwand nehmen, um notwendige Entschuldigungen zu unterlassen. Dieses Versäumnis bedauere ich als Politiker und als Mensch zutiefst. Unabhängig einer Zuständigkeit repräsentieren wir im Parlament die Bevölkerung. Wir sind damit auch für einen würdigen und anständigen Umgang miteinander verantwortlich. Es liegt mir fern und steht mir nicht zu, einer Stelle oder einem Bereich die Verantwortung für das Unglück zuzuschreiben. Unabhängig davon ist mir aber ein großes persönliches Anliegen, Sie heute um Vergebung zu bitten. Ich möchte mich bei Ihnen in aller Form dafür entschuldigen, wie die Politik mit der Verantwortlichkeit für dieses schreckliche Ereignis umgegangen ist. Es muss unser aller Ziel sein, dass dieses Unglück, so sinnlos es auch ist, wenigstens dazu führt, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. In vielen Bereichen haben wir das getan. Wir brauchen auch einen Kulturwandel hin zu einer Gesellschaft, wo Fehler zugestanden werden dürfen und wo auch der Mut da ist, sich zu entschuldigen. Das ist sicherlich ein Prozess, der im Kleinen beginnen muss, um sich stetig weiterzuentwickeln. Hierzu zählt auch, dass Menschen, denen unermessliches Leid widerfahren ist, schnell und unbürokratisch geholfen wird. Eine Grundvoraussetzung ist, dass wir nicht nur über die Tragödie und die Opfer sprechen, sondern mit ihnen. Dem wollen wir heute im Rahmen unseres Gedenkens Raum geben. Wir wollen die Stimmen der Opfer hören und wir wollen den Betroffenen helfen, gehört zu werden. Denn ein Unglück wie das von Rammstein ändert ein Leben für immer. Von einem auf den anderen Moment ist nichts mehr, wie es war. In unserer heutigen Gesprächsrunde wollen wir zwei Betroffenen hierzu die Möglichkeit geben. Ich freue mich sehr, dass Frau Marliese Witt, die ihren Sohn bei einem Unglück verloren hat, und der Marc David Jung, der als Vierjähriger schwere Verletzungen erlitt, uns heute von ihren Erfahrungen berichten. Frau Ulrike Nerbas vom Südwestrundfunk wird das Gespräch moderieren. Da nicht alle Betroffenen des Unglücks, die heute bei uns sind, hier vorne Platz finden, ist es uns als Abgeordnete ein Anliegen, auch mit Ihnen im Anschluss ins Gespräch zu kommen. Ich darf Sie ganz herzlich zu einer anschließenden Begegnung in der Lobby einladen. Ich freue mich außerdem, dass Frau Sibylle Jatzko begrüßen zu können, die zusammen mit ihrem Mann Dr. Hartmut Jatzko und Herrn Heiner Seidlitz eine Nachsorgegruppe für die Opfer von Rammstein gegründet hat. Vor 30 Jahren war über das posttraumatische Belastungssyndrom noch wenig bekannt. Heute wissen wir mehr über den Zusammenhang von traumatischen Erlebnissen und dauerhaften psychischen Folgen. Das Ehepaar Jatzko hat sich gemeinsam mit Heiner Seidlitz vor 30 Jahren bis zum heutigen Tag der Opfer angenommen und ihnen geholfen, das Erlebte in einer Gemeinschaft greifbar zu machen. Ich bin Ihnen für alles, was Sie geleistet haben und tagtäglich leisten, außerordentlich dankbar. Einige
die hier Hilfe gefunden haben, sind heute selbst in der Trauerbegleitung und Katastrophennachsorge tätig. Es ist ihnen gelungen, aus der Trauer Kraft zu schöpfen und für andere da zu sein, wie man für sie da war. Vom Opfer eines Unglücks zum Helfer zu werden, ist eine große Leistung, die mich persönlich sehr beeindruckt. Sie alle sind mit ihrem Einsatz nicht nur eine Stütze für den Einzelnen, sondern eine Stütze für die ganze Gesellschaft. Ihr Engagement für andere ist sprichwörtlich der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält. Das ist beispielgebend und alles andere als selbstverständlich. Dafür möchte ich mich Ihnen an dieser Stelle bereits herzlich bedanken. Heute wird nicht das letzte Gedenken an diesen furchtbaren Schicksalsschlag von so vielen Menschen sein. Wir sind es den Betroffenen schuldig, die unter den Folgen der Flutkatastrophe, der Flugtagkatastrophe bis heute leiden. Wir wollen heute unser Mitgefühl für die Betroffenen und unsere Anerkennung für die Hilfsbereitschaft so vieler Menschen ausdrücken. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund möchte ich Sie bitten, einen Moment innezuhalten. Bevor Frau Nespers das Wort erteilt, ja, ich darf Sie bitten, sich bitte von den Plätzen zu erheben. Wir denken heute an alle Verstorbenen und an all diejenigen, die heute noch unter dem Unglück leiden. Wir denken an die Angehörigen, die geliebte Menschen verloren haben. Und wir denken an alle, die die Betroffenen am Tag der Katastrophe sowie in den Wochen, Monaten und Jahren danach beigestanden haben. Vielen Dank. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ich möchte Ihnen diese drei noch einmal vorstellen. Links neben mir ist Marliese Witt. Marliese Witt kommt aus Greimerath. Das ist zwar im Saarland, aber man darf trotzdem sagen, nein, an der Grenze zum Saarland und ganz nah an Trier. Frau Witt hat ihren damals 16-jährigen Sohn verloren. Die Familie war insofern besonders schlimm getroffen, dass sie 6 Tage lang keine Gewissheit hatte, was mit Mario passiert war. Erst am 6. Tag konnte man ihn anhand seines Schlüsselbundes identifizieren. Die Witz, es gibt noch den Vater und den Sohn Heiko, der damals 7 Jahre alt war, hatten dann erst Gewissheit. Marliese Witt arbeitet jetzt als Gesundheitsberaterin und Trauerbegleiterin. Links neben ihr ist Marc David Jung. Er ist im Alter von 4 Jahren mit seinen Eltern in Ramstein gewesen und mit seinem 10 Jahre älteren Bruder. Sein Vater ist bei dem Unglück ums Leben gekommen. Seine Mutter konnte Marc David Jung aus den Flammen ziehen. Der Bruder blieb körperlich unverletzt. Marc David Jung ist damals seitdem 30 Mal operiert worden. An die Katastrophe selbst kann er sich nicht erinnern. Er ist aber bis heute das Gesicht der Rammstein-Opfer und der Hinterbliebenen in der Öffentlichkeit. Herr Jung wohnt in Losheim und arbeitet als Teilhaber einer IT-Firma in Luxemburg. Er ist sowohl auf dem Finanzsektor als auch auf dem Gesundheitssektor da unterwegs. Und ganz auf ihrer Seite von rechts ist Sibylle Jasko. Sie ist Gesprächs- und Traumatherapeutin. Ihr Mann Hartmut ist Facharzt für innere Medizin, Psychiatrie und Psychosomatik. Die beiden sind Profis. Aber sie betreuen ehrenamtlich die Opfer und die Hinterbliebenen in der von ihnen gegründeten Nachsorgegruppe. Man könnte sogar sagen, sie sind Pioniere auf dem Gebiet der Katastrophennachsorge. Frau Jatzko, mit Ihnen möchte ich gerne anfangen. Sie haben wie alle anderen von uns oder wie die meisten von uns übers Fernsehen oder Radio damals von dem Unglück erfahren, weil Sie selber auch nicht bei der Flugschau dabei waren. Wie ist die Idee entstanden, die Opfer und die Angehörigen zusammenzubringen?
die Idee ist eigentlich entstanden, weil Professor Schüffel, der damals in Borken die Überlebenden des Grubenunglückes begleitet hatte, uns anrief und sagte, Mensch, bei euch ist so viel geschehen, wir müssen einfach etwas tun, der uns dann unterstützt hat. Und mein damaliger Chef, Professor Rainer Tausch, der sagte auch immer wieder, ihr müsst was tun, ihr müsst was tun. Und so entwickelten wir eigentlich die Idee, 70 verstorbene Menschen, von 70 gibt es Angehörige. Und da ich zu dem Zeitpunkt als Gesprächstherapeutin ja schon Trauergruppen geleitet habe, war erst die Idee, einen Aufruf zu machen und diese Menschen einzuladen. Und nachdem uns die Presse damals in abgekürzter Form Presse unterstützt hat und die Menschen eingeladen hat, über die Presse haben sie es erfahren, weil anders aus Datenschutzgründen die Menschen nicht eingeladen wurden, hat die Presse uns da sehr unterstützt. Und wir haben dann begonnen und ich habe mir dann Helfer gesucht und von Anfang an war mein Mann dabei und eben die beiden damals von der Telefonseelsorge Kaiserslautern, Heiner Seidlitz und Franz Xaver Ruprecht waren dabei, sodass wir schon mal zu viert waren, denn wir waren sehr erstaunt, als wir anfingen, dass nicht die trauernden Hinterbliebenen kamen, sondern es kamen trauernde Hinterbliebene, es kamen Überlebende, es kamen Helfer, es kamen Rettungsassistenten, es kamen Feuerwehrleute, es kamen Polizeibeamte und wir saßen da und sagten, mein Gott, was ein großer Kreis mit unterschiedlicher Betroffenheit. Was haben Sie denn mit denen gemacht? Sie haben sich in einem großen Raum getroffen und sich vorgestellt und dann? Wir haben in einem großen Raum zusammengesessen und wir wollten damals, das war so meine allererste tiefe Erfahrung, wir wollten so verschiedene Kleingruppen gründen, damit wir uns mehr um die Menschen kümmern können. Und da habe ich das erste Mal gleich die Antwort gekriegt, nein, wir wollen alle zusammensitzen, wir wollen alle in einer Gruppe sitzen. Und da haben wir also alle in einer ganz großen Gruppe gesessen und haben dann 2 Tage gebraucht, um rundherum uns die Geschichten zu erzählen. Und zwischendrin haben die Menschen angefangen, Kontakt zueinander aufzunehmen, was ja sehr wichtig ist in dieser Schicksalsgemeinschaft. Und dann nach und nach wurden wir vertrauter miteinander. Und durch dieses Vertraut miteinander werden, haben wir dann wurden monatlich in Kaiserslautern erstmal kleinere Gruppen, dann haben wir größere Gruppen, die dann den Ort gewechselt haben, weil es ja aus verschiedenen Ländern Menschen kamen, aus Frankreich, auch aus Baden-Württemberg, andere Bundesländer beteiligt waren. Also wir mussten immer irgendeine Möglichkeit finden, wie wir möglichst alle zusammen in eine Gruppe bekommen. Frau Witt, wann sind Sie denn zu dieser Nachsorgegruppe dazu gestoßen und wie haben Sie davon erfahren? Also ich habe davon schon erfahren in der Sendung von Günter Jauch 1988 im ZDF. Da wurde die Nummer eingeblendet von Dr. Jatzko und die Sendung hieß Menschen 88. Damals war ich aber noch in keinster Weise trauerfähig oder auch bereit, Hilfe anzunehmen. Und als ich diese Nummer sah, da dachte ich, nein, da kann ich nicht anrufen. Das ist Schicksal und da muss jeder Einzelne selbst mit fertig werden. Und das war eine Einstellung, die ich Gott sei Dank heute nicht mehr habe. Und deswegen war es so ein großes Glück, als dann kurz vor dem ersten Jahrestag Dr. Jatzko mich anrief. Der hat Sie, ohne dass Sie sich kannten, hat er gesagt, da ist noch eine, die müssen wir noch zu uns holen. Ich weiß heute nicht mehr genau, woher er unsere Adresse bekam, wahrscheinlich von den betroffenen Leuten, die da die Adressen auch hatten. Und jedenfalls diese warmherzige Stimme am Telefon, da hat sich bei mir sofort ein Schalter umgelegt und ich wusste, wenn mir noch irgendetwas helfen kann, dann das. Wie haben Sie denn diese Treffen? Wie haben Sie diese Treffen erlebt? Gerade das Erste? Also schon alleine die Herzlichkeit, mit der man dort empfangen wurde, umarmt wurde, das war mir persönlich bis dahin fremd, leider. In meiner Ursprungsfamilie hat man, Gefühle zu zeigen oder wenig Raum überhaupt für Gefühle. Und deswegen war das so, schon alleine das war so unwahrscheinlich hilfreich und das hat sehr viel Vertrauen mir auch gegeben, wirklich Hilfe anzunehmen. Und wie war es, auf andere zu treffen? Bis dato waren Sie ja alleine mit
mit ihrer Familie und dem Unglück und plötzlich andere zu treffen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das war auch ganz wichtig, denn das ist einfach eine Schicksalsgemeinschaft und auch in anderen Bereichen, bei Krankheiten ist das ja oft so, dass gerade in Selbsthilfegruppen oder Schicksalsgemeinschaften man eher bereit ist, über seine Gefühle zu sprechen. Und das war eben auch dort so. Dieses über Gefühle sprechen, das braucht ja Ohren, die zuhören. Wie schnell wenden sich Menschen, die eigentlich zu ihrer Nähe gehören, ab und verlieren irgendwann die Geduld oder können nicht mehr mit Menschen umgehen, die trauern? Leider doch relativ schnell. Die Verwandten und Freunde haben sich am Anfang wirklich sehr, sehr bemüht, aber irgendwann sind die auch dann überfordert, weil sie einfach gar nicht wissen, was sie sagen sollen, was sie tun sollen. Und da denke ich, merkt man dann als Betroffener auch, ja, die wünschen sich vielleicht alle, dass das irgendwann jetzt mal endlich vergessen wird. Vergessen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass es jetzt mal gut ist. Das kriegt man auch zu hören teilweise. Und das ist ganz schlimm, denn das ist eben unterschiedlich. Der einzelne Mensch braucht unterschiedlich lange, um da wieder zurück ins Leben zu finden. Und mir ist es wirklich sehr gut gelungen, die ersten wichtigsten Schritte in dieser Gruppe zu machen. Zwar erst ein Jahr später, aber immerhin. Und bis dahin denke ich, also meine Entwicklung, ich war auch psychosomatisch erkrankt in der Zwischenzeit schon. Ich habe so das Gefühl, wenn ich nicht diese Chance bekommen hätte, ich wäre wahrscheinlich daran zugrunde gegangen. Und umso dankbarer bin ich heute, dass das möglich wurde. Herr Jung, ich habe Sie gerade eben als das Gesicht der Opfergruppe beschrieben. Dabei sind Sie selber gar nicht so oft in dieser Opfergruppe dabei. Sie waren 4 Jahre alt, Sie haben gar keine Erinnerung daran. Aber Sie waren ein Kind und mussten als Kind schon damit umgehen, ständig angegafft zu werden. Ich kann mir vorstellen, irgendwann lernt man das und man sieht darüber hinweg oder hat Verständnis für die Menschen. Aber wie war das für Sie als Kind? Natürlich war das eine sehr neue Situation für ein kleines Kind, aber als kleines Kind mit 4 Jahren hat man auch eine ganz andere Auffassungsgabe, einen anderen Blickwinkel des Lebens und so nimmt man nicht alles voll bei Bewusstsein auf. Und, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und es liegt auch in der Natur des Menschen, dass der Mensch ein neugieriger Mensch ist, dass er wissenshungrig ist, erfahren möchte, was ist. Es ist natürlich durchaus normal, dass man andere Menschen anschaut oder dass man einer hübschen Frau oder einen hübschen Mann mal anschaut und Ähnliches. Damit komme ich im Gesamten sehr gut zurecht und lebe einfach mein Leben. Ich denke, man muss einfach den Blickwinkel des Lebens sehen, um nach vorne zu gehen, um sein Leben einfach weiterzugehen. Ich denke, keiner der Verstorbenen wäre es im Interesse, dass die Angehörigen für ewig trauern. Ich denke, es wäre in ihrem Sinne, dass die Menschen, die noch unter uns sind, ein erfülltes Leben haben und so gut wie möglich mit der Situation zurechtkommen. Dazu möchte ich die Menschen ermuntern, einfach nach vorne zu blicken und das Beste aus ihrem Leben zu machen. Wenn man Sie so sieht und sich mit Ihnen unterhält, das haben wir vorhin ja auch schon gemacht, muss ich jetzt mal für Sie alle stellvertretend fragen, wie geht es Ihnen, Herr Jung? Es geht mir zum Glück gut. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass es mir psychisch als auch körperlich gut geht. Ich habe keinerlei Einschränkungen. Es hätte auch ganz anders aussehen können. Ich hätte das Augenlicht verlieren können, ich hätte im Rollstuhl sitzen können, ich hätte ums Leben kommen können bei dem Unglück. Aber dennoch bin ich dankbar, dass ich auf der Welt bin, weil ich mein Leben genieße und das Leben sehr positiv sehe. Und ich möchte in meinem Leben noch viel erreichen. Ich möchte der Menschheit auch was zurückgeben, was mir auch durch das Ereignis widerfahren ist. Uns haben viele Organisationen oder freiwillige Helfer wie die Familie Jatzko, viele Ärzte unterstützt. Und es obliegt uns allen, die Welt zu verbessern, indem wir einfach was tun, indem wir ein Stück uns gegenseitig helfen und uns unterstützen.
Frau Jatzko, Sie haben gesagt, es war Ihnen ganz wichtig, eine Schicksalsgemeinschaft zu gründen, die sich ja auch von sich aus treffen. Ich glaube, da müssen Sie gar nicht von außen immer noch organisieren, sondern das läuft auch so. Wann ist für Sie der Punkt erreicht, dass man sagt, der braucht jetzt eigentlich keine Therapie mehr, dem geht's gut, der kommt jetzt alleine weiter? Wobei die Schicksalsgemeinschaft, Anna, das ist eine niederschwellige, sagen wir immer, eine Zusammenkunft, die nicht die Therapie als solches ersetzt. Es ist eine leichtere Form, wenn man so will, eine Begleitung von diesen Menschen. Und aus dieser Gruppe heraus geben wir den Menschen Hilfe und Unterstützung, zum Beispiel in die sogenannte Regelversorgung zu gehen, Einzeltherapie oder Klinikaufenthalte in Anspruch zu nehmen, wenn notwendig ist. Aber für uns in der Nachsorge und in allen Nachsorgen, sind jetzt die Terrorbetroffenen, die ich begleite, ist es immer so, dass die Menschen selber entscheiden, wie lange sie zusammen sein wollen und wie lange nicht. Und es hat sich in diesen 30 Jahren schon herausgestellt, dass vorwiegend die Eltern zusammen sind, die ihre Kinder verloren haben. Das ist das Schwerste. Das Schwerste, was seelisch einfach zu überwinden ist und wo diese Gemeinschaft einander sehr trägt und wo die Menschen sich auch trauen, nach 10 Jahren zu sagen, mir geht es im Moment einfach nicht gut und die Außenwelt kann das gar nicht mehr hören. Sie würden bewertet werden, man sagt ihnen, du kannst nicht loslassen oder was auch immer. Es ist so wichtig, dass jeder Mensch seinen eigenen persönlichen Weg finden darf und die Gemeinschaft trägt. Wenn sie früh gebildet wird, dann trägt sie vor allen Dingen über diese Zeit hinaus, wo die Gesellschaft außerhalb von ihnen es nicht mehr mittragen möchte und es auch nicht mehr unterstützend beantwortet. Genau dann fängt die Schicksalsgemeinschaft an, sehr, sehr wichtig zu werden. Und das, wie gesagt, das ist eine sehr wichtige Erfahrung seit 30 Jahren. Und besonders um die Gedenktage herum, wenn wir dann auch die Organisation für diese Gedenktage übernehmen, dann sehen wir, dass diese Schicksalsgemeinschaft, wie sie trägt, wie die Menschen sich aufeinander freuen. Sie sind nicht unbekannt. Sie freuen sich aufeinander. Sie sind gerne zusammen. Sie begleiten sich über diesen schwierigen Tag hinweg. Und das ist gerade für Traumatisierte sehr wichtig, damit sie nicht in den Flashback fallen und eigentlich auch alleine sonst dastehen. Also es hat sich in vielen, vielen, vielen verschiedenen Schicksalsgemeinschaften sehr bewährt, zusammen zu sein und zusammen zu stehen. Manche kommen aber erst nach Jahrzehnten dazu. Manche haben 20 Jahre vergehen lassen, bis sie in ihre Gruppe gekommen sind. Das ist so die herausragende Erfahrung, die wir ja erst nur machen können, weil wir 30 Jahre diese Menschen begleiten. Sonst hätten wir diese Erfahrung ja nicht. Und die Erfahrung ist, dass der allerletzte junge Mann, jung ist er nicht mehr, er war vor 30 Jahren 20, der jetzt vor einem halben Jahr in die Traumagruppe, die wir in Kaiserslautern haben, kam. Und er kam, weil er von den Kriegserlebnissen seines Vaters sprach. Und in diesem Sprechen über diese Kriegserlebnisse kam er plötzlich, mein Mann fragte ihn, warst du in Ramstein? Und er brüllte los, Ramstein, da will ich nichts von erzählen, da will ich nichts von erzählen. Und es war einfach klar, dass er nie darüber gesprochen hatte in den 30 Jahren, aber sich der Symptomatik eigentlich fühlbar bewusst war über den Vater und er jetzt das erste Mal zu diesem Gedenktag kommen wird und sich eigentlich seiner eigenen Geschichte stellt. Sie können in Ihrer Gruppe vielen Leuten helfen, aber nicht allen. Also es sind Ihnen auch einige verloren gegangen. Warum? Das ist auch etwas, uns Helfern vor allen Dingen tut es natürlich auch weh und allen in der Gruppe auch, die ja mit betroffen und mitgeholfen haben. Ein Ehepaar, die sind beide daran zerbrochen, dass ihre 9-jährige Tochter damals frontal verbrannt und dann, wie gesagt, in den Bus gelegt und mit Irren und Wirren des Busses in Ludwigshafen gelandet und dann verstorben ist und die Eltern durften nicht dabei sein, weil sie daran mit Maschinenpistolen daran gehindert wurden, ihrem Kind beizustehen. Und die beiden haben es nicht überwunden, obwohl sie in der Nachsorgegruppe waren. Und wir haben versucht, nicht alles, und sie waren gut eingebunden und alle haben sich um sie gekümmert, aber sie haben es leider nicht geschafft. Sie sind beide daran zerbrochen und verstorben. Und es sind auch mehrere an den Folgen verstorben, von denen wir wissen, dass sie die sogenannte Hitzeschocklunge hatten und dann Lungenerkrankungen entstanden und sie verstorben sind. Also wir haben nicht nur 70, sondern wir haben mittlerweile bestimmt 100.
Trauern heißt nicht krank sein. Das ist ein Zitat von Frau Witt. Und Sie sagen auch, Trauern muss gesellschaftsfähig sein dürfen. Das ist eine schöne Formulierung. Da steckt aber auch eine ganze Menge dahinter. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ja, ich denke, dass wir in unserer Gesellschaft eine neue Trauerkultur brauchen, die auch alle Menschen, die in einer schweren Lebenssituation sind, ermuntert und für selbstverständlich findet, wenn sie ihre Gefühle ausdrücken. Denn also das ist wirklich immer noch nicht selbstverständlich. Und das ist einfach etwas, was weiterentwickelt werden muss und was auch wieder gesellschaftsfähig werden muss. Das war in anderen Kulturen selbstverständlich, dass es auch, wenn sie tiefe Trauer hatten, dass zum Teil dann Klageweiber, zum Beispiel in Griechenland gab es auch diese Klageweiber, die dann ihre Trauer ausdrücken konnten und die unterstützt wurden von der Dorfgemeinschaft. Und das ist es eben, was mir so sehr am Herzen liegt, dass wir trauern dürfen und dass wir Unterstützung bekommen. In meinem Fall war es die Rammstein-Nachsorgegruppe zuallererst. Und später habe ich dann auch bei dem bekannten Trauerforscher und Emotionsforscher Dr. Yorgos Kanakakis eine Weiterbildung gemacht als Lebens- und Trauerbegleiterin. Und das sind wunderbare Erfahrungen im Zusammenhang mit Gefühlen. Also das kann man auch noch lernen, auch noch im Erwachsenenalter. Und das ist die gute Nachricht dabei. Denn ich habe es leider als Kind nicht lernen dürfen, aber ich möchte alle Menschen ermutigen, Hilfe anzunehmen, wenn sie in schweren Lebenssituationen sind. So eine schwere Lebenssituation, das hatten Sie ganz klar, Herr Jung, aber Ihre Mutter ja auch, die ihren Mann verloren hat, die Sie aus den Flammen gezogen hat. Wie geht es Ihrer Mutter und wie geht es Ihrem Bruder? Meiner Familie geht es gut, soweit haben sie mit keinen Sorgen zu kämpfen, haben auch keine gesundheitlichen Probleme, glücklicherweise. Im Gesamten wurde das Ereignis gut überwältigt. Welche Bedeutung hat denn für Sie alle drei dieser Gedenktag, dieser besondere Gedenktag? Wir könnten auch noch darüber sprechen, dass Sie auch nach Rimini gefahren sind, wo die Wracks der Flugzeuge in einem Museum ausgestellt sind. Auch das ist ja nicht einfach nur so ein Ausflug. Was machen diese Gedenktage und dieses gemeinsame dorthin fahren? Frau Jatzko, fangen Sie an. Ja, ich denke, es ist immer wieder ein Schritt, mit dem Erlebten umzugehen und das Erlebte zu bewältigen. Immer wieder im Prinzip sich konfrontieren, manche Menschen machen das immer wieder. Und es ist immer der erste Schritt ist der schwerste Schritt, an die Aufschlagstelle zum Beispiel zu gehen, dort, wo das Unglück passiert ist, für die Traumatisierten, weil sie in dem Moment innerlich quasi dieses Unglück wieder erleben. Aber sie wollen es sehr häufig, um sich, wenn man so will, ein neues Bild dieser Unglücksstelle zu bekommen, die jetzt plötzlich friedlich wirkt. Es ist so, als würde man sich mit mit der Unglücksstelle versöhnen und ein neues inneres Bild bekommen und dann wird man nicht mehr so überwältigt. Das sind alles Teilschritte. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, dass die immer wieder an diesen Gedenktagen diese Angehörigen gedenken können, dass sie sich ihnen nah fühlen, dass sie ihn in sich spüren, weil er immer ein Teil von ihnen bleibt und dass sie darin Beistand und Unterstützung haben. Das ist etwas sehr Wichtiges und sehr häufig gibt es von außen immer, warum gehst du in die Nachsorge, warum tust du dir das an? Die Menschen tun sich nichts an, die Menschen wollen es. Es geht ihnen in der Nachsorgegruppe, manchmal auch an den Gedenktagen, nicht gut. Aber es geht ihnen hinterher ein Stückchen besser. Und ich glaube, das ist es, was den Menschen dann auch Mut macht, das auszuhalten, weil sie wissen, sie haben ein Stückchen mehr es bewältigt, integriert und können besser damit umgehen.
Frau Witt? Ja, das kann ich also wirklich nur bestätigen. Ich kann mich auch noch gut erinnern, als wir zum ersten Jahrestagstreffen dann gemeinsam zur Airbase gefahren sind. Ich weiß noch ganz genau das Gefühl, da sind wir schon wieder beim Gefühl, nämlich in dem Moment hatte ich Wutgefühle. Wir sind mit dem Bus dort auf die Airbase gefahren und ich hatte auf alle umher laufenden amerikanischen Armeeangehörigen Wut, obwohl die nichts dafür konnten. Aber die musste irgendwo hin. Ich musste irgendwo hin mit meiner Wut. Und so habe ich sie zwar nicht ausgedrückt, aber innerlich gefühlt, Wut gefühlt. Und als wir dann auf der Absturzstelle waren und dann dort eine schöne, würdige Gedenkfeier hatten und dort konnte man dann auch richtig weinen an dem Ort, wo man sein Kind verloren hat. Und das war so wichtig, sich zu konfrontieren. Das ist wirklich, und in Rimini war das genauso, als wir dort die Wracks von der Unglücksmaschine gesehen haben. Da diese Konfrontation damit war auch für mich ein wichtiger Schritt nochmal gewesen, nach vorne, diese Konfrontation. Und dort an der Gedenkstelle in Rimini habe ich dann neben dem Bruder des Solopiloten gestanden und wir beide haben uns in den Armen gelegen und haben geweint. Das war am 12. Jahrestag, glaube ich, war das. Mhm. Jedenfalls, dort habe ich dann den Entschluss gefasst, ich möchte noch eine Konfrontation haben, nämlich die Bilder vom Obduktionsbericht von unserem Sohn. Bis dahin hatte ich mich damit noch nicht konfrontiert. Und das war aber ein wichtiger weiterer Schritt dazu. Und den haben Sie geschafft? Den habe ich geschafft. Und Sie sind auch sehr glücklich darüber? Ja, sehr. Denn das war wichtig. Ich habe mir dann vorgestellt, Dr. Jatzko saß neben mir und hat mich wirklich sehr unterstützt und ist mir beigestanden. Und dann habe ich den Mut gehabt, mir diese Bilder anzuschauen und habe mir vorgestellt, dass ich vor dem Mario sitze und ihn in den Arm nehme und mich von ihm verabschiede. Das Gedenken und die Nachsorge ist noch nicht vorbei. Sie stehen mit einer großen Stiftung in den Startlöchern, Frau Jatzko. Ja, es ist so, dass ich ja die ganzen Jahre mitgearbeitet habe in der Stiftung Notfallseelsorge im Rheinland. Aber es ist so, dass da auch Veränderungen sind und ich möchte gerne, dass wir bundesweit mit einem Team dort vor Ort eine Nachsorge- und Schicksalsgemeinschaft ins Leben rufen können, wo etwas geschehen ist. Und das soll bundesweit sein. Und so haben wir bundesweit auch ganz viele verschiedene Menschen gewonnen, die in der Stiftung mitarbeiten, haben im März diese Stiftung gegründet. Und ich habe auch zwei ganz, ich sage immer, die Betroffenen sind die Experten ihrer Gefühle. Und wir haben zwei Experten dabei, die auch in der Stiftung dann als Helfer mitmachen werden. Das ist einmal Marc und das ist einmal die Malise. Und sie werden auch andere aus anderen Katastrophen, von Birkenair, von German Wings, von der Love Parade als Helfer in dieser Stiftung für andere zur Verfügung stehen, die ein schlimmes Erlebnis erlebt haben und die ihnen Mut machen, mit an die Hand nehmen, um gemeinsam eine Bewältigung zu schaffen. Das ist was Großes, was Sie in der Vergangenheit gemacht haben und auch was Sie für die Zukunft vorhaben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese offenen Worte hier in dem Plenarsaal und ich kann Sie nur ermuntern oder einladen, im Anschluss nachher im Foyer die Chance zu nutzen und mit den Opfern und ihren Angehörigen zu sprechen und bitte meine Kollegen von den Medien noch sich kurz zurückzuziehen und wenn dann so ab 14.30 Uhr oder sowas, 14.45 Uhr beginnt die Plenarsitzung, dann gibt es immer noch Zeit für Interviews, damit erstmal wirklich hier die Abgeordneten sich auch mit Ihnen unterhalten können. Ganz herzlichen Dank Ihnen und auch Ihnen. Und wir machen jetzt den Platz frei für die Ministerpräsidentin.
lieber Herr Landtagspräsident, liebe Kollegen, Kolleginnen, liebe Frau Jatzko, lieber Herr Jatzko, Herr Seidlitz, liebe verehrte, hochverehrte Betroffene der furchtbaren Flugkatastrophe und natürlich auch liebe Frau Witt und lieber Herr Jung. Wir danken Ihnen wirklich ganz, ganz herzlich. Ich glaube, ich darf das tun im Namen aller Abgeordneten hier und Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie wirklich so offen Ihre Geschichte erzählt haben und was Sie am 28. August 1988 erleben mussten und was dieser Tag für einen Einschnitt in Ihr Leben war und wie Sie auch Ihre Wege gefunden haben aus dieser schlimmen, schlimmen Katastrophe, uns letztendlich dann auch zu zeigen, dass Sie mit neuem Mut und mit neuer Kraft Ihr Leben wieder in die Hand nehmen konnten mit der entsprechenden Unterstützung und heute hier sitzen und uns sagen, dass Sie ein gutes Leben führen, auch ein glückliches Leben führen und ein dankbares Leben führen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, dass Sie hier so öffentlich sprechen und ich danke Ihnen wirklich ganz, ganz herzlich dafür. Es gibt Leid, das ist auch schon gesagt worden, das nie vergeht. Manchen gelingt es mit den Jahren besser, damit zurechtzukommen. Es ist ein sehr schwerer Weg, wie wir auch heute nochmals gehört haben. Und ich habe auch viele Gespräche noch im Ohr vom 25. Gedenktag und kann wirklich auch die Kollegen nur motivieren. Das ist für einen persönlich sehr beeindruckend, was man von den Betroffenen hört. Und es ist auch prägend, bleibt einem auch wirklich in Erinnerung. Es ist ein schwerer Weg und manche haben sich von der Katastrophe dieses Tages nie erholt. Auch das haben wir eben gehört. Allen, die darüber sprechen, die auch mahnen, die helfen, die erinnern, Ihnen allen, die Sie heute auch stellvertretend hier gesessen haben, zolle ich meinen allerhöchsten Respekt dafür. Nicht nur für die Opfer und ihre direkten Angehörigen änderte sich alles an diesem Tag, wir haben es gehört, Frau Jatzko ist darauf eingegangen, viele, die damals im Einsatz waren, es waren Rettungskräfte, es waren Mitglieder der Polizei, der Bundeswehr, der amerikanischen Streitkräfte, Feuerwehrleute, Notärzte, Ehren- und hauptamtliche Helfer und Helferinnen, viele von ihnen, für sie alle war es ein einschneidender Tag und viele leiden zum Teil bis heute unter starken psychischen Belastungen. Auch all denen, die sofort zur Stelle waren und oft unter höchst chaotischen Bedingungen und unter Gefährdung ihres eigenen Lebens, ihrer eigenen Gesundheit die Menschen versorgt haben, gebührt tiefer Dank und allerhöchste Anerkennung, auch 30 Jahre danach. Dass wir heute hier im Landtag gedenken, das ist ein Zeichen, dass die Flugtagskatastrophe von Rammstein im Gedächtnis der Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen und von uns Verantwortlichen lebendig ist und auch bleiben wird. Wir gedenken gemeinsam derer, die am 28. August 1988, vor 30 Jahren und in den Monaten, und man muss ja sogar sagen, in den Jahren danach noch ihr Leben verloren haben. Wir nehmen stellvertretend für die Bürger und Bürgerinnen in unserem Land Anteil an ihrem Leid und am Leid der vielen Familien, deren Leben sich mit diesem schicksalhaften Tag von Grund auf verändert hat. Und wir dürfen und wir werden dieses Unglück auch nicht vergessen. Und wir hoffen, dass unser Gedenken, das immer wiederwährende Gedenken, auch tröstend sein kann. Denn wir können uns gut vorstellen, dass dieser katastrophale Tag, immer dann, wenn er sich jährt, immer wieder aufs Neue, auch wenn man ein neues Leben begonnen hat, alte Wunden aufreißt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass wir das Gedenken bewahren. Der Landtagspräsident hat schon viel zum Krisenmanagement und zur Kritik und zu all dem, was nicht gut gelaufen ist, gesagt. Deshalb wiederhole ich das nicht noch einmal. Wir alle wissen ja ganz genau, dass dieses schreckliche Ereignis nicht durch Schuldzuweisungen ungeschehen gemacht werden kann. Und ich will an der Stelle auch noch mal betonen, weil es auch eine größere Rolle gespielt hat damals, es war niemals ein Versagen der Helfenden vor Ort, die unter allergrößtem persönlichen Einsatz bis zur Erschöpfung vor Ort Hilfe geleistet haben. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, denn die Helfer und Helferinnen,
Die haben sich natürlich in der Folge auch immer wieder Fragen gestellt. Was hätte ich noch tun können? Was ist nicht gelungen? Aber die Umstände waren einfach sehr schwierig und all die Kritik, die geäußert worden ist, auch zu Recht, außerordentlich zu Recht. Sie hat niemals damit zu tun gehabt, dass es die Helfenden gemeint hat. Es war eine Schwachstelle in der Struktur der Zusammenarbeit des deutschen und des amerikanischen Rettungssystems mit verheerenden Folgen. Und daraus hat man gelernt, diese Fehler für künftige Einsätze zu beheben, hatte später allerhöchste Priorität und es wurden die richtigen Schlüsse daraus auch gezogen. Vieles wurde in den vergangenen Jahrzehnten geleistet, um die Zusammenarbeit der Rettungskräfte im Katastrophenfall zu verbessern. Und heute proben beide Seiten den Ernstfall gemeinsam und auch regelmäßig. Denn nicht nur auf deutscher, sondern auch auf amerikanischer Seite hat das Unglück natürlich tiefe Wunden hinterlassen. Der 28. August 1988 ist auch ein Tag der Katastrophe für die USA. Und es ist uns daher wirklich auch eine große Ehre und ein sehr wichtiges Zeichen der tiefen Verbundenheit, dass Frau Generalkonsulin heute auch hier ist. Die Beziehung zu den amerikanischen Streitkräften hat das schwere Flugtagunglück nicht erschüttert. Im Gegenteil kann man sagen, dass wir diese schlimme kollektive Erfahrung der Katastrophe teilen, hat uns eher zusammengeschweißt und vor allem die Menschen vor Ort. Die Bande der Freundschaft zwischen Rheinland-Pfalz und den amerikanischen Bürgern und Bürgerinnen im Land sind noch enger geworden und das Unglück hat die Beziehungen gestärkt und auch die Zusammenarbeit letztendlich verbessert. Die Erinnerung an diese Katastrophe ist auf beiden Seiten sehr lebendig. Heute erinnert ein Gedenkstein auf dem Militärstützpunkt Ramstein an die Opfer und ein Museum zeigt mit aller Offenheit, wie es dazu überhaupt kommen konnte. Und eine Konsequenz aus Ramstein, das hat der Landtagspräsident schon gesagt, es ist vielleicht eine der allerwichtigsten, war, dass militärische Flugtage in Deutschland zumindest nicht mehr stattfinden. Leider nicht überall, wie wir jüngst haben auch wieder sehen können im Fernsehen. Wie ernst wir das Erinnern, meine sehr verehrten Herren und Damen, an diesen Tag und das Gedenken an die Opfer nehmen, wird zu Recht daran gemessen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Heute wissen wir um die Notwendigkeit einer direkten psychosozialen Notfallversorgung. Damals wurde erst Monate nach dem Unglück auf private Initiative, Sie haben es geschildert, Frau Jatzko, gemeinsam mit Ihrem Mann, mit Herrn Seidlitz und anderen, ein Gesprächskreis zur Traumatherapie gegründet, der sich bis heute trifft. Monate danach war das damals. Natürlich viel zu spät. Heute gehört Notfallseelsorge zu jedem schwierigen Einsatz. Und seit einigen Jahren ist endlich auch das posttraumatische Belastungssyndrom als Krankheit anerkannt. Ich erinnere mich auch da an Gespräche, wie schwierig das für viele, viele Betroffene war. Auch die Kämpfe mit den Krankenversicherungen und, und. Den Schmerz gelindert hat im Laufe der Jahre sicher das Gefühl in der Gemeinschaft. Das ist heute durch Frau Witt auch nochmal und Herrn Jung nochmal sehr deutlich geworden, die gestützt war in der Gruppe um die Familie Jatzko. Und Ihnen, liebe Familie Jatzko und lieber Herr Seidlitz, noch einmal herzlichen Dank für die Weitsicht, für Ihr unendliches Engagement in der Traumabetreuung. Bis zum heutigen Tag empfinden Sie es als Ihre persönliche Lebensaufgabe und dass Sie sich jetzt auch bundesweit engagieren. Das ist gut, denn Sie sind hilfreich und Sie sind heilsam für die betroffenen Menschen und Sie haben ganz, ganz vielen geholfen, dass sie wieder ihren Weg finden können. Den Opfern von Ramstein im Gedenken gerecht zu werden, heißt auch, angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen bei dem bisher Erreichten nicht stehen zu bleiben. Der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck, hat aus seinen Erfahrungen der Aufarbeitung des terroristischen Anschlags in Berlin und aus vielen Gesprächen mit Opfern und Hinterbliebenen heraus in seinem Abschlussbericht gefordert, für den Fall von Katastrophen und Anschlägen zentrale Strukturen zum Schutz der Opfer zu schaffen. Diese Forderung richtet sich an den Bund, aber er richtet sich natürlich auch an uns Bundesländer. Um zukünftig schnell und auch unbürokratisch die vielfältigen notwendigen Maßnahmen für die Opfer und die Hinterbliebenen ergreifen zu können, plant das Land Rheinland-Pfalz die Stelle eines Opferbeauftragten. Wir werden diese einrichten für die direkte Unterstützung der Betroffenen nach besonders schweren Unglücksfällen wie in Ramstein, nach Anschlägen oder auch nach Naturkatastrophen überregionalen Ausmaßes mit Schäden und natürlich mit Verletzungen von Menschen.
Wir hoffen natürlich, dass solche Ereignisse niemals eintreten. Und das ist unsere zuvorderste Pflicht, alles dafür zu tun, dass das nicht so weit kommt. Aber es war uns schon einleuchtend nach dem Bericht von Kurt Beck, dass es wichtig ist, dass wir eine zentrale Stelle haben bei solchen Katastrophen, dass all das auch gut koordiniert ist und die Menschen eine echte Anlaufstelle haben und sie nicht sich damit rumschlagen müssen, ihre Ansprüche und alles, was sie brauchen, geltend zu machen. Wir haben uns entschieden, mit dieser Funktion zusätzlich den Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Herrn Platzek, der auch hier ist, zu betrauen. Liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Gäste, der Schmerz und die Katastrophe von Rammstein sind und bleiben in Rheinland-Pfalz stets aufs Neue präsent. Wir als politische Vertreter und Vertreterinnen der Menschen in unserem Land, wir haben die Aufgabe, das Gedenken würdevoll aufrecht zu erhalten und auch Betroffene bestmöglich zu unterstützen und alles daran zu setzen, dass derartige Unglücke vermieden werden in Zukunft. Und deshalb kann ich zum Abschluss auch nur noch einmal sagen, wir sind bei Ihnen, was das Leid betrifft. Wir werden Rammstein nicht vergessen. Der Landtagspräsident hat es gesagt, auch ich erinnere mich an diesen Tag. Es ist tatsächlich so, dass es keinen Rheinland-Pfälzer, keine Rheinland-Pfälzerin gibt, die diesen Tag nicht erinnert. Und dieses Gedenken werden wir auch aufrechterhalten. Und mir ist es wichtig, zum Abschluss nochmal zu sagen, dass ich Ihnen, die Sie Betroffene sind, noch einmal wirklich sehr, sehr herzlich danke. Und ich freue mich darüber, dass so viele unter Ihnen den Weg zurück ins Leben gefunden haben und all das auf sich genommen zu haben, dass das auch gelingt. Wir wünschen Ihnen aus Herzen ein glückliches, ein gutes Leben auch in Zukunft. Herzlichen Dank. Von mir vielen Dank für die sehr bewegende, aber auch mutgebende Gesprächsrunde und für Ihre Worte, Frau Ministerpräsidentin, Ihre guten Worte. Und ich darf Sie jetzt alle zu Empfang in die Lobby einladen.